Regenrun in Fellwart Langenberg. Auf geht's! Ihr wisst ja ganz genau, ne, wie sehr ich Bergwertung liebe. Ich kann es aber auch nicht lassen. Und direkt eine Steigung zu Beginn der Tour, wenn man sich noch nicht warm gelaufen hat, das ist nicht meins, ey. Oh, und das Schwitzen erst recht nicht. Warum mache ich das eigentlich? Oh. Wir bekommen Besuch. Ja. Wunderschönes Panorama hier. Herrlich. Oh, Zivilisation. Hier kreuzen sich die Wege. Vom Neanderlandsteig, Deckerschleife. Auf den Spuren der Kohletreiber und hier Biohöfe im Windrader Tal. Da geht es jetzt weiter. Kinder, Kinderalarm. Ja, die Tour heißt ja Biohöfe im Windrader Tal. Das hier ist der erste. Der Demeter Örkhof, einer hier von mehreren im Verbund. Da stehen sie natürlich Schlange, natürlich. Ne? Das ist ein Bioladen, das ist alles nachhaltig erzeugt, selbst produziert dann auch noch. Das ist wirklich regionales Einkaufen, das schätzt man zum Glück immer mehr. Und der ist gut besucht. Und so macht Einkaufen ja auch Spaß. Auf schmalen Pfaden geht es dann weiter Richtung Windrader Kapelle und der Martin nimmt schon den Seemannsgang an. Was sagst du? Ja, kann sein. Ja, matschig ist es. Aber schöner, schmaler, grüner Weg. So, man sieht es nicht, aber da hinten, da ist ein Reh. Herrlich. War vorhin ganz nah und ist so langsam in Sicherheit gegangen. Kann man auf der Kamera nicht sehen. Genau da hinten noch am Zaun. Herrlich. Ach, da geht das Herz auf. Das ist schön. Kapelle da oben. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Wanderverliebte und Outdoor-Enthusiasten, Freizeitsportler, es geht hoch, wie immer. Auf spannenden Wegen hier auf der Entdeckerschleife weiter geht's zur Windrader Kapelle. Weiter geht es in 360 Grad zur Windrader Kapelle. Auf einem schmalen, matschigen, glitschigen Pfad. Nicht frei. Weidekoppeln. Schon auf für geschnauft, ey. Aber da war noch deutlich mehr los im August letzten Jahres.
Aber das ist hier nicht weniger schön, ne? Bisschen windig, regnet, völlig in Ordnung. So, da sind wir endlich an der Windradkapelle. Und die Wolken, die ziehen vorbei. Das Gras, das bewegt sich so richtig silbrig. Wie Wellen. Herrlich. Das ist richtig schön. Gute ist am Wind, man trocknet wieder, ne? Aber es ist ein schöner Ort hier. Wirklich herrlich. Na, Ladies, was sieht da wieder hübsch aus? Hi! Na? Alles klar? Wetter ist ein bisschen doof, ne? Was ist eigentlich mit eurer Außengastronomie? Nein, kein Kommentar. So, Panorama. Und matschiger Weg. Ja, oh, herrlich. Ich sehe mich gleich schon auf dem Arsch liegen, ey. Aber hat doch was Beruhigendes, ne? Wie der Regen so aufs auf den Schirm prasselt. Ja, aber ich sag mal so, wenn man einmal losgelaufen ist, dann geht's. Naturgeräusche am Deilbach. Ah, das ist entspannend. Diesmal Wasser von unten. Jo. Darauf habe ich die ganze Tour schon hingearbeitet. Auf die jetzt kommende Steigung. Die habe ich noch sehr gut in Erinnerung vom letzten Mal. Da wusste ich noch nicht, was mich erwartet. Ja. Ich sag mal so. Lass mal den Martin vorlaufen, ne? Der ahnt noch nichts Böses. So. Die Lunge frei wird, sagt der Martin. Klar, die liegt ja auch hier auf dem Weg, die Lunge. Oder die Zunge. Also, das ist der rote Teppich, da musst du aufpassen. Dass du nicht drauf Regen von allen Seiten, Kilometer Steigung, Hammer. Nix. Eier, frische Eier, Bio-Eier. Honig, Vorbäcker. Herrlich. Honig, Wasser, Eier, mit Kasse, Video überwacht. Das finde ich vernünftig. Ja. Das ist, ne, Kakao. Das ist herrlich. Total schön gemacht. 24 Stunden Eierautomat.
Feierabend für heute. Da sind wir wieder. Da war unser Anfang. So, und hier enden wir auch wieder. Das ist der Martin. Ja, war wieder eine schöne Tour. Ich fand sie anstrengend. Ich finde die ja mittelschwer bis schwer. Von der Kondition her. Der Weg ist super abwechslungsreich, hat Windradertal, ist super malerisch. Tolle Idylle. Jetzt reicht es aber auch für heute. Und ich freue mich auf eine schöne Dusche. Irgendwie ganz viel zu essen. Egal was. In diesem Sinne, bleibt gesund, vergesst da rausgehen nicht. Bis bald, euer Strömi von Pottananda. Ciao.